Da sind wir wieder. Michi, hast du eine Lösung für Nö, ich hatte Rätsel. Nur 15 Jahre Zeit. Er hat oben gesagt, das waren nur 5 Minuten. Er hat oben gesagt, wir sollen das Licht reinlassen, aber was bringt mir das denn in... Kann man das Licht irgendwie auf den Stein... Ich habe das Gefühl so ein bisschen, dass mir... Aber jetzt kannst du doch hier durch, oder? Aber das bringt mir ja nichts, das ist ja hier nur eine Linse. Ach so. Da macht er extra schon so pantomimenartige Bewegungen. Hattest du jetzt die erste Folge von Medical Police geschaut? Ja. Sind sie da schon in... da sind sie noch nicht immer... Doch, in Berlin, da kommen sie in Berlin an. Ne? Ja, genau. Ah, okay. Es endet dann, mit dem, dass sie in Berlin ankommen. Ja, dann schau mal Folge 2 ja. mit Pantomime. So gut. Gute Sendung. Oh, jetzt hat er irgendwas. Was hast du? Stell dir, hat er ein Standing Desk? Ah. Jedi-Geräte. In diesem alten Tempel wurden Jedi-Geräte für die Kontrolle bestimmter Umstände und der Aktivierung geschützter Gänge gebaut. Viele dieser Gerätschaften verfügen über einfache Hebel, Schwenkarme und rudimentäre Objekte, die einen bestimmten Zweck erfüllten, wenn sie korrekt angeordnet werden. Kann ich denn jetzt während das... Oder ist das... Ach, dann geht das aus, okay. Aber geht das dann... Reißt du das dann raus, oder? Ich glaube schon. Ich hier gerade den ganzen Schnee sehe. Ich habe vor ein paar Tagen diese Monaco-Franze-Folge gesehen, die Faschings-Folge, wo ja, also die ja im Schnee spielt, aber es ist ja kein echter Schnee. Ja. Die haben ja alles mit Kunstschnee. Ja, also vor allen Dingen, das ist halt in dem Fall dann wirklich so Schaum. Ja. Und du siehst es halt die ganze Zeit, weil die Autos fahren halt überall rum. An ihren Schuhen klebt halt haufenweise dieser Schaum. Ja. Das ist so geil. Wahnsinn. Also ich muss das irgendwie umlenken. Bums. Warte mal, wo? Schieb doch das Ding jetzt mal rum. Wie denn? Na, da, als ganzes Ding. Kannst du es nicht wegschieben? Achso, dann geht's auch raus. Und wenn du das andere Kabel da rein... Achso, das kannst du da nicht rein. Kannst du das nicht auch da drüben reinstecken? Achso, und dann rumziehen? Ach, und dann reißt es so ab, meinst du? Ja, das ist eine Idee. Warte mal. Du hiermit irgendwas du bist, machen? Ja, so geht das, genau. So kann ich das aber auch bewegen. Okay, what does this do, wenn ich jetzt hier anziehe? Dann habe ich das hier. Jetzt zieh mal manuell an dem anderen Ding. Ach, stimmt. Du bist ja ein Fuchs. Ja, aber ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Ja doch, weil es geht ja auf. Ja, aber jetzt hast du das Ding nicht da, wo aber ich muss es halt... Jetzt. Ist es jetzt damit im Weg dann? Sieht so wenig aus. Ah. Kannst du das hier noch irgendwo reinhängen? Ja, auch hier. Aber uns fehlt irgendwie ein Element. Kann man das nicht auf der anderen Seite reinhängen? Ja, ich kann das. Kann ich das warten? Vielleicht kann ich es ja nochmal eine Runde weiterfahren lassen. Nee, dann kommt es ja. Aber so, weiter als so geht nicht. Es gibt nur die zwei Positionen. Mach mal kurz die Karte auf. Gibt es da noch mehr interaktive Elemente in dem Level? Nicht so wirklich so aus, ne? Wir müssen ja auch nicht das zerschmelzen. Wir müssen ja, dass die Türe da drüben zerschmelzen oder das hier zerschmelzen. Oder müssen wir einfach nur höher? Schau mal kurz nach oben. Geht es da nach oben weiter irgendwo? Dass irgendwie ziehen muss? Idiot. Wo geht's hoch? Da geht's hoch. Sehe ich noch irgendwas? Ne? Das ist wahrscheinlich so einfach. Wir müssen ja eigentlich echt nur entweder das da oder das da schmelzen. Also wenn ich jetzt hier mir das hol. Hier. Ich sehe halt nicht so richtig, wo das was bringen soll.
Vorschlag fürs nächste Jedi Fallen Order: keine Rätsel mehr. Wir sind offensichtlich zu dumm dafür. So, nur, was hast du denn damit jetzt gewonnen? Zeit. Ach, nicht weiß nicht, ob uns nicht noch irgendein Element fehlt. Also, ob wir nicht irgendwas noch übersehen. Aber wie komme ich aus, komm aus dem Raum auch nicht mehr raus, oder doch? Jetzt bin ich doch erstmal hier. Ja, ich meine ja auch eher noch, dass da dass vielleicht noch irgendwo was anderes ist, mit dem man interagieren kann. Geht's nur hoch. Hier kann man halt irgendwo hinklettern vielleicht. Irgendwas total offensichtlich Dummes, was wir nicht sehen. Autsch, hier hätte man irgendwo hinklettern können. Das bringt aber auch nicht viel. Hä? Hä, Monsieur? What's going on? Da war doch jetzt auch irgendwo ganz unten. Haben wir doch auch irgend so ein Ding angeguckt. Wo war denn das? War schon im anderen Trakt. Also komme ich da irgendwie hoch? Auf der anderen Seite, das bringt dir auch nichts. Du kannst das auch nicht woanders reinklemmen, oder? Nee. Mach mal, interagier mal. Ja, dann mach ich das Kabel halt los. Achso. Da sind auch, da ist nur das Gesamtding zum Festhalten. Warte mal, ich will wissen, was passiert, wenn ich, was es mir bringt, wenn ich, ob ich es drüben irgendwo festmachen kann. Also komme ich denn hier irgendwo hin? Wie komme ich überhaupt auf die andere Seite rüber? Das weiß ich nicht genau. Vielleicht kannst du an der Wand entlang laufen. Probier mal kurz. Hier geht's nicht rüber. Hier so. Nee. Also geil, die Regeln dafür, wo das mal geht und wo nicht. Das ist die gleiche Regel, warum Jedis nicht fliegen können. Weil dann Videospieldesigner alle irre werden würden. Stimmt. Kann ich mich nicht mit. Warte mal. Du kannst dich doch einfach an dem Ding fest und rüberschwingen. Kann ich denn nicht sowas mit diesem Verlangsamen? Bringt mir das nicht irgendwie was? Schau mal, da kann ich nämlich jetzt hier auch. Das kann ich mir nicht vorstellen. Andererseits, ich könnte mir vorstellen, dass das der Weg zu der sehr uniken Lösung ist. Wir müssen einfach nur, Fritz, schneller sein als das Licht. Mach das mal ab und schwing dich mal mit dem Kabel auf die andere Seite. Ich will nur mal gucken, ob man da irgendwas machen kann. Warte mal, ich probiere jetzt nochmal was. Du kannst nicht zufällig das andere da noch auch noch dran festmachen, oder? Ich glaube, es gibt immer nur eins, was man festmachen kann. Wir können es gerne nochmal probieren. Weil eigentlich kann es doch nicht so schwer sein. Aber es bewegt sich halt auch nicht. Es bewegt sich auf zwei Positionen. Da kann man das auch irgendwie an einer. Ich kann aber nicht das hier. Ich kann ja auch nicht so weit. Weiter als das kommst du nicht, oder wie? Nee. Ist ja schon Maximum. Shit. Jetzt schwing dich mal darüber. Ich aber warte mal, ich glaube, ich weiß, wie es geht. Ich muss. Ach so, und dann einfach da in dem Moment dann hinziehen. Kannst du jetzt hier auch aufmachen? Das ist ja geil, wenn wir wieder völlig unsinnig überkompliziert gedacht haben. Wie doof, ey. Das ist mir doof. Oh Gott, das kann nicht wahr sein. Oh Gott. Oh Gott. Man kann dich damit jetzt auch. Liebes Internet, das hat keiner gesehen. Ja, wir verständigen uns jetzt darauf. Das hat keiner gesehen. Aber wie kriege ich jetzt? Sollen wir jetzt erstmal darüber gucken? Das geht wahrscheinlich von der Seite jetzt nicht. Musst du erstmal nur rüber. Dann fahre ich rüber, indem ich. Ich glaube, das musst du nicht.
Hätte sich doch einfach rüberschwingen können. Ja, gut, jetzt muss man fairerweise sagen, wir haben ja versucht, die andere Lösung zu finden, die alternative Lösung zu finden. Ja, wo wir schneller sein müssen als das Licht. Hier? Guck mal, hier ist noch so ein Ersatzstein. Ein Ersatz-Hinkelstein. Haben wir doch schon. Oder nicht? Oder täuscht das? Ich dachte, wir waren hier schon. Oder kommen wir von da? Jetzt sind wir doch wieder weiter oben. Ja, genau. Ja, schau, wir sind wieder hier. Level oben drüber. Ja, aber da kommen wir doch her. Ja, was macht man, wenn man hier dran zieht? Die Tür hier. Ja, aber das musst du doch auch irgendwo dran festmachen können. Das kannst du doch... Nee, ich denke, man muss jetzt einfach nur das untere auf Position 2 befestigt haben. Achso, du meinst hier so festgemacht haben? Also quasi... Hängt es nicht zu hoch? Jetzt, warte mal, ich ziehe jetzt rüber. Dann ziehe ich das hier her und das hier her. Klipp ich das hier so rein. Achso, meinst du nicht, dass man es rüberfahren muss? Ja, wir werden es ja gleich sehen, wir können es ja rüber. Ist ja noch kein Problem. Dann das hier auf. Damit. Aber. Aber warte mal, jetzt lass mal los. Und guck mal nach unten und Force pushelt das Ding mal auf die andere Seite. Kannst doch bestimmt auch von hier greifen, oder? So, jetzt mach mal auf. Du bist klug. Sehr gut. Ey, ich müsste, glaube ich, auch auf die Jedi-Akademie. Ja, ich glaube, jetzt nehmen die jeden. Jedi. Naja, Jedi. Ja. Jeder und Jedi. Ja. Die sind halt... inklusiv. Ja. Oh, was ist das denn? Sieht nach einem mächtigen Meditationspunkt aus. Beim letzten Mal war mein Lichtschwert kaputt. Was ist jetzt? Sein Arm gebrochen? Jetzt geht der Roboter im Arsch. Roboter kaputt. Was, und nicht mal Fähigkeitenpunkte gekriegt für diese hirnische Höchstleistung? Ha, na, du wolltest gerne so eine Ich-war-dabei-Medaille haben, oder? Ja. Yeah. Eisschmelzen 2020. Ich habe zu lange dafür gebraucht. Das ist eine kluge Idee. Egal, wir sind Jedi. Haben sich Jedi besonders gut warme Gedanken machen können? Oh, hier ist noch warm. Da ist eine Box. Wer auch immer die Box da hingelegt hat. Auch gute Akkus, ne? Ja. Was hast du da? Tibana-Gas. So. Das ist eigentlich ein ganz netter Kontrast zu dem Roten. Na, schön. Das ist das vom Besten. Denk dran, immer wichtig, im Rot-Weiß ja. Kontrast bleiben. Klettern. Aus den Rissen unter Wasser drängt Hitze. Aber hier oben ist es eiskalt. Krass. Ich spüre ihn. Er ruft mich. Es ist nicht weit. Da vorne, der Kristall. Nicht will. Er wählt dich. Ja, so ähnlich wie du. Ich bin gespannt, was es dann für eine Farbe ist. Vielleicht kann man da dann auswählen. Ich kann nicht auswählen. Der Kristall wählt dich. Ich kann ja daneben greifen. Ein kleines Beben. Alles in Ordnung. Halt. Jetzt habe ich es noch anders überlegt. Wallride oder Kletter. Ich weiß nicht, ob man da entlang wallriden kann. Hoffentlich hält er. Ach, schau mal, da ist ein Weg. Geschickt fallen nennt man das.
So. Wetz. Lass mal sehen. Mineralien. Das Höhlensystem unter Ilum ist reich an mineralischen Substanzen, die durch lange Zeit zurückliegende geothermische Prozesse eingelagert wurden. Einige der in Eishöhlen vorkommenden Mineralklassen gibt es nur auf Ilum. Again, what learned? Aber nicht genug offensichtlich. Das ist aber auch hier Todesgefahr. Wow. Das ist aber Todesgefahr hier. Ja. So, also nochmal. Scharf, dass sie da kein Schild aufgestellt haben. Oh, wall right. Und an die Wand. Ups. Echt knapp. Stimmt auch wieder ein Eisvogel oder so. Der Ruf wird stärker. Beeilung. So wie diese, ich habe mein iPhone verloren Funktion. Den wird auch benutzt. Piep, 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 piep. Gab es ja früher auch so, für so Schlüsselanhänger, wo man pfeifen musste und die dann zurückgepfiffen haben. Echt? Ja, ja. Das ist ja cool. Das kannst du auch an dein iPhone ranmachen. Was machst denn du da? Muss ich da nicht lang? Nein. Wir alles, gehen jetzt hier durch alles die beiden falsch, Statuen. Ey. Hör mal lieber auf deinen Jedi. Geister. Nein, geht es nicht. Es ist schwer, hier zu sein. Danke dir. Das sind sie. Wir haben die uns gefunden. Ich hab doch nix. Da ist der Kristall. Oh ne, ist irgendwas anderes. Oh shit. Ich glaube, du musst wahrscheinlich eher. Weil da läufst du ja nur unten an der Wand entlang. Ja, aber da geht's doch weiter, da oben blinkt's doch. Ja, aber ich glaube, hier läufst du nur an der Wand entlang. Genügend Schwung? Könnte ich da vielleicht sogar hochkommen? Kommt eher von der anderen Seite. Halsbrecherische Todessachen. Alter. Hast du recht. Ach komm, ey. Siehst du, deshalb heißt es eben doch nicht jeder, sondern jedi. Den Stein, hol uns den Stein. Willst du mich verarschen? Gib dir Mühe. Ich hab mich nach vorne gesetzt, Leute. Jetzt geht's los, Leute. Passt auf. Jetzt geht's ab. Wunderbar, beim ersten Versuch. Das ist aber nicht der Stein. Ach so. Wo zuletzt? Er wollte in die Höhlen. Ich habe ihn gehört, aber nicht gefunden. Kannst du das Seil von hier aus greifen? Hui. Also jetzt doch rein zu den Feriensendern. Mhm. Können wir hier kurz mal. Kriegt das noch irgendwann hin, dass das offiziell in den Kanon aufgenommen wird? Dass die in Wirklichkeit tatsächlich Feriensender sagen. George Lucas wird hier vorbeikommen. Bestätigen. Huch. War ich das etwa? Haben wir schon, oder? Ja, jetzt hast du aber einen Weg quasi hier freigeschaltet.
das wieder gemacht habe. Schnell, dass alle Gegner, die ich gekillt habe, wiederkommen. Ach, guck mal, jetzt kannst du hier an der Wand entlang. Rechts. Das ist aber ein flinker Kletterer. Ein bisschen Spider-Man-mäßig. Das ist er. Ich sehe sein Licht. Das hat jetzt aber schon ein bisschen was so vom so Christkind-mäßig. Siehst du dieses Licht? Hast du es denn nicht gesehen? Bei Blues Brothers. Ich wollte gerade sagen, das kommt mir sehr bekannt vor. Ja? Zeig mal. Kyberkristalle. Illum ist einer der wenigen Planeten der Galaxis, auf dem es natürliche Vorkommen mächtiger Kyberkristalle gibt. Die konzentrierte Energie dieser Kristalle half auf einzigartige Art und Weise innerhalb der Macht wieder, wodurch sie ein kollektives Bewusstsein bilden, das ihnen erlaubt, untereinander mit lebenden Wesen zu kommunizieren. Im Rahmen der Jedi-Ausbildung wurden Jünglinge in die Kristallhöhlen von Illum entsandt, um diese Kristalle abzubauen und ihre eigenen Lichtschwerter zu konstruieren. Können die deshalb die Lichtschwerter wieder so herziehen? Was können sie doch mit allen Gegenständen machen? Ja. Also warum muss das denn besonders... Weißt du, wie ich meine hier? Wie? Nee. Warum muss das denn ein besonders machtwiderhallender Gegenstand sein? Ja, vielleicht wegen dem Licht und so. Die Antwort in Clone Wars Staffel 6, Folge 2. Kommt da jetzt nicht sogar noch eine Staffel? Da kommt doch jetzt noch eine Staffel. Die haben doch noch mal eine Staffel gemacht. Die Antwort in dem Trailer Staffel 11. Fand halt Anakin immer ein bisschen nervig, selbst in Clone Wars. Ahsoka fand ich eigentlich ganz cool, oder Ahsoka, wie sie richtig ausgesprochen wird. Super Ahsoka heißen die. Das ist eine Wasserpistole. Ich verspreche. Hä, wir müssen doch den Stein holen. Na, nee, wir wollen raus. Ich bin bis jetzt einfach falsch abgebogen. Wir werden jetzt Schmuggler. Vergiss es. Vergiss diese Jedi-Scheiße. Auch endlich mal so ein schönes Schmugglerspiel. So, das war der geile Twist. Der ganze Schluss einfach sagt, fuck this. Bitte, komm bloß nicht näher! Bitte! Ja. Schön, jetzt hast du auch noch den Roboter verloren. Es wird immer besser. Am Ende stehst du in der Unterhose da. Guck mal, er hat aber trotzdem irgendwas, was auf seinem Rücken leuchtet. Er ist, glaube ich, irgendwie tot oder so. Geh nicht ins Licht. Vertrauen. Oh, nicht so schlecht. Mach ihn nicht wieder kaputt. Nein! Du Pfeife, ey! Du musst es ja auch verschreien, ey, weißt du? Nein! Nein! Nein!
Mach halt ein Doppellichtschwert draus. Es ist vorbei. Wir sind gescheitert. Scheitern ist nicht das Ende, mein Freund. Der denn hier? Es ist gut. Das ist gut, komm. Es ist soweit. Wir sehen uns vielleicht zum letzten Mal. Ich spüre den Untergang des Ordens der Jedi nahen. Nein. Scheitern ist nicht das Ende. Es ist ein notwendiger Teil des Weges. Hoffnung überlebt immer in denen, die bereit sind, weiterzukämpfen. Wie du, BD1. Du wirst jemanden finden, der ebenso mutig ist und hartnäckig wie du selbst. Und du wirst ihm helfen. Genauso wie mir. Aber dein Speicher wird komplett gelöscht sein. Bist du sicher, dass du das willst? Oh. Leite komplette Speicherverschlüsselung ein. Nur durch eine Vertrauensverbindung wird dein Speicher wieder hergestellt. Ich glaube an dich. Das habe ich immer. Und ich glaube an den, den du auswählst, mich zu ersetzen. Leb wohl, alter Freund. Hat er jetzt in den Roboter noch so einen Kristall reingetan? Deine Erinnerung riskiert. Ja, ich glaube auch an dich, Kumpel. Wie krass gut der designt ist. Mhm. Du hast recht. Noch gibt's eine Chance. Es gibt immer eine Chance. Komm schon. Ha, Farbe wechseln, siehst du? Gesagt. Oh Gott, jetzt müssen wir uns entscheiden. Oh nein! Oh Gott. Das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Ich will nicht. Ich will keine Auswahl haben. Also was ist Türkis? Ist das Pink? Ein bisschen, ja. Blau. Das ist auch so ein Aquamarin oder so. So gelb-grün. Pink ist schon lila schon badass. Das ist halt so Mace Windu-mäßig. Oder finde ich das andere Rot-Pink ein bisschen besser? Das ist orange und was ist das? Gold? Oh, Grün-Variante. Also das keinen Fall. Nee, das ist noch eins weiter. Das. Das da? Ja. Nee. Das ist viel cooler. Ja, offensichtlich habe ich ja hier nichts zu melden. Du möchtest unbedingt das. Nein. Nein, Quatsch. Nimm welches du willst. Nimm jetzt das. Badass Motherfucker. Das natürlich. Was ist denn jetzt? Boah, das ist so ein Dreifachschwert, oder was? Muss man mal aufpassen, wenn man das anmacht. Ach, er sollte ihr auch ein Lichtschwert zurückbringen, oder was? Ich dachte, das hätte er mitnehmen sollen. Er verbaut die
baut die zu einem wahrscheinlich, oder? Das wäre ein bisschen dreist, wenn sie. Ja, also, so. Das wäre echt ein bisschen so. Wenn du übrigens da bist, kannst du mir und meinen drei Brüdern auch noch das Lichtschwert richten. Ja, Mann! Wow! Moment mal, wieso mussten wir dann das Kaputte verschenken hier so in unserem Weihnachtsstream? Nee! Was ist denn da los? Jetzt geteiltes Lichtschwert! Ja, geil! Alter! This is the shit! Ach, das ist quasi nochmal. Also, ich habe quasi den normalen Angriff. Dann kann ich das mit der Doppelklinge machen. Und wenn ich dann LB plus. Wie geil ist denn das? Sehr geil. Gut. Nichtsdestotrotz, die Folge ist damit zu einem befriedigenden Ende gekommen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.